Sie ist die Siegerin des größten europäischen Angelwettbewerbs. Und nicht nur das, für mich ist sie die Frau schlechthin, die übrigens ganz, ganz viele Männer vom Thron gestoßen hat. Und wenn sie über große Fische spricht, dann sind sie garantiert viel, viel größer, als wir uns das in der Regel vorstellen können. Ich freue mich, dass sie heute hier ist mit einer ganzen Menge von Ausrüstung. Herzlich willkommen, Sabine Amarell. Hallo, Hermann. Hallo, Sabine. Mensch, ich finde es erstmal schon mal toll, mit was du alles angereist kommst. Und ich durfte ja schon Dinge anfassen. Ich bin begeistert. Aber erzähl mal, was machst du? Und du bist ja die Wettbewerbskönigin schlechthin, wenn ich das so sagen darf. Ja, irgendwie kamen mein Mann und ich so ganz dumm zum Hochseeangeln. Ja. Und sind jetzt seit 13 Jahren, fahren wir regelmäßig ein- bis zweimal, teilweise dreimal im Jahr nach Norwegen zum Angeln. Mhm. Haben da unsere große Liebe entdeckt und auch einen Wettbewerb 2012 schon kennengelernt, die Angelmasters. Ja. Da gibt es 4 unterschiedliche Disziplinen, in denen man angeln kann, ja. Unter anderem Meeresangeln. Ja. Das machen wir. Und da musst du 10 unterschiedliche Fische fangen. Du hast ein ganzes Jahr dafür Zeit. Okay. Und innerhalb dieses Jahres reichst du deine Fische ein, angelst also, dann kommt ein Zentimetermaß auf den Fisch, dann kommt das Logo von dem Jahr dabei, dann schickst du dieses Beweisfoto ein, okay. Und irgendwie ein schönes Foto, wo du dann den Fisch auch schön hältst. Ja. Und dann ist da eine 7-köpfige Jury und die sagt, genehmigt oder nicht genehmigt. Okay. Und am Ende des Jahres musst du sehen, dass du alle 10 Fische gefangen hast. Mhm. Und die werden alle aneinandergelegt und wenn du dann die größte Länge hast, dann bist du Siegerin der Angelmasters 2014. Was du tatsächlich gewesen bist. Genau. Kompliment dazu. Du hast, ich glaube, du hast sogar eine Zeitung mitgebracht, du hast ja wirklich, glaube ich, eine Riesendokumentation an Fischen, wenn ich das so sagen darf. Guck mal, das ist also hier die Angelwoche. Ja. Wir waren in der Angelwoche und auch im Blinker in 2013 okay. und 2014. Und da sehe ich dich schon, da bist du. Wenn du hier mal schaust. Ja, genau. Und in dem Jahr habe ich meinen Superfisch gefangen. Okay. Einen richtig, richtig großen. Ich bin gerade 1,64. Der Fisch war 20 cm länger, also 1,84. Wow. Und es war also richtig spannend. Der steht auch hier unter anderem. Da sind alle. Ich bin so frei, nimm mal. Ja, nimm mal. Dankeschön. Da sind alle Fische, die auch in den anderen Cups gefangen werden. Also bei uns ist zum Beispiel der Leng, ist ein Tiefseefisch, dann der Dorsch, dann der Köhler, das ist der Seelachs. Soll ich da was sagen? Da gibt es die Rubrik die längsten Wertungsfische. Mhm. Und da sehe ich immer nur Amarell, 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 Amarell. Also genau. Einmal hat mein Mann, mein Schatz, auch zugeschlagen, okay. Der Hans. Der okay. hatte die größte Makrele in dem Jahr. Genau, und du hast den größten Leng, größte Meerforelle und größten Pollack. Genau. Ja, kannte ich noch nicht, aber jetzt weiß ich, dass es Pollackfische gibt. Ja, großartig. Es gibt ganz viele Fische, wovon du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Glaube so ich. Geht mir das zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in Deutschland angeln würde. Mhm. Da gibt es ganz viele Fische, die ich nicht kenne. Mhm. Mhm. Aber alles, was Nordatlantik ist, da kennen wir da uns ganz kennst gut du dich aus. Ja. Großartig. So, du hast ja auch ein bisschen Werkzeug mitgebracht, wenn man das Werkzeug nennen darf. Und das darfst du so nennen. Gell, ich glaube, was Güldenes, das passt schon mal ganz gut zu uns. Genau, das ist Gold, das war auch gleichzeitig Gold, nämlich das hier. Das ist die Ocean Devil, okay. So heißt die, die passt also super zu mir. Okay, alles klar. Das und also die Rolle und die Rute war der erste Preis, der Siegerpreis von 2014 und mit dem Schmuckstück hier habe ich auch meinen größten Fisch, den Leng, gefangen, okay. aus 155 Meter Tiefe. Da hast du ganz schön lange Arme, das dauert so eine halbe Stunde ungefähr. Bis der da mal oben ist, oder? Bis der da mal oben ist, aber beim Leng, es gibt so viele unterschiedliche Fische, die aber auch ganz unterschiedlich sind. Mhm. Zum Beispiel die Seelachse, die Köhler, die kommen immer in Schwärmen. Mhm. Die Längs stehen immer ganz unten auf dem Grund okay. und sitzen da und hocken da als Einzelgänger. Mhm. Ab und zu mal mehrere nebeneinander, aber nicht so im Schwarm. Mhm. Und zwischendrin gibt es Makrelen, die kommen immer im Schwarm. Mhm. Also musst du dich immer genau vorbereiten und überlegen, was will ich denn jetzt eigentlich angeln? Und je nachdem, was du angeln willst, kommt dann ein anderer Haken rein? Kommt dann ein anderer Haken rein, genau. Hier haben wir jetzt so einen kleinen
Haken, so einen wibbeligen Haken. Ich finde es schon mal herrlich, weil das, was du unter klein bezeichnest, würde ich an einem deutschen Fluss als Monsterhaken bezeichnen. Also wenn wir deutscher Fluss oder deutsche Talsperre sind oder beim See, so für die Normalen ist ungefähr so, also bis maximal, ich sag mal, 10 Zentimeter. Ist das, was deine Fische als Zahnstocher verwenden? Ja, da würde jetzt ein neugieriger Pollack vielleicht drauf beißen, weil die gucken immer alles, was sich bewegt, was hell, was glitzert. Aber das, wo ich also mit angel, ist zum Beispiel dann die Größe. Liegt aber auch dran, weil das ist zum Beispiel ein Pilker mit 250 Gramm. Also richtig schwer, hebt man. Ja, gern. Oh ja, weil das ist, sieht so... Guck mal, ich bin im Nordatlantik unterwegs, im offenen Meer. Und spitz sind die Dinger hier. Ja. Holla, die Waldfee, kann man ja gleich... Oder wenn wir driften, driften dann nehmen wir heißt, sowas. Fährst du mal mit mir raus, gedanklich mal einen Tag? Sollen wir mal einen Tag vorbereiten, wie wir so... Gedanklich bin ich schon dabei, gerne. Gut, dann machen wir das mal. Also wir stehen in Norwegen, im Sommer ist es eigentlich egal, wann du aufstehst, weil es ist rund um die Uhr hell. Okay. Also wir gehen auch um 2 Uhr nachts angeln oder um 3 Uhr oder um 11 Uhr nachts, völlig egal. Das Erste, was du machst, du gehst nach draußen und guckst, ist Wind oder ist kein Wind. Wenn kein Wind ist, ist schon mal gut, oder wenn wenig Wind ist, ist gut. Aber wenn der Wind zu stark ist, kannst du mit dem Boot nicht raus. Wir fahren meistens mit so 7 oder 8 Meter Booten raus, immer zu zweit, jedenfalls mein Mann und ich, wenn Angler rausgehen in Gruppen, dann sind es meistens 3 oder teilweise sogar 4 Leute. Und der Bootsmann? Nee, kein Bootsmann. Also, ich fahre selber Boot. Ach, du, okay, gut zu wissen. Ja, du musst alles selber machen. Ja, okay, alles klar. So. Da hast du ja auch noch eine Verantwortung. Ja, klar. Weil du sagst, okay, Wind ist gut, Strömung ist auch gut. So, jetzt guckst du auf dein Handy oder auf dein Laptop, den du dabei hast, und sagst, ja, wie ist denn die Tide? Weil Tide, wir haben da, wo wir in Norwegen angeln, Senja angeln, da haben wir so, ich sag mal, 1,50 Meter, 2 Meter Tidenhub. So, und man weiß, dass die Fische aus dem Nordatlantik, die kommen immer, wenn die Flut kommt, kommen die Fische mit. Und es ist so angesagt, dass du also mindestens 2 Stunden, bevor die hohe Flut ankommt an dem Punkt, wo du bist, dass du mindestens 2 Stunden vorher da bist. Okay. So, also, hast du geguckt, Wind stimmt, Boot ist aufgetankt, der Tidenhub stimmt. Wenn ich jetzt losfahre, komme ich bis da und dahin. Dann guckst du dir hier auf den Seekarten, guckst du dir jetzt einen Punkt an. Okay. Und wenn du mal schaust, das ist eine Insel und hier habe ich 160 Meter Tiefe. Ja. Und hier habe ich nur noch 17 Meter Tiefe. So, jetzt fährst du also mit deinem Boot, sagst, okay, das ist unser Punkt. Musst du erstmal genau den Punkt finden, wo du hin willst? Das kannst du zu Hause machen. Das haben wir uns mittlerweile so fertig gemacht. Wir bauen diese Seekarten, bauen wir uns zu Hause. Wir haben auf unserer Homepage, haben wir die ganzen Tools. Kostenlos kann sich jeder runterladen und sich zu Hause vorbereiten. Du weißt also genau schon vorher, wo es hingeht. So, dann fährst du meinetwegen von hier aus an und willst jetzt meinetwegen hier vor dieser kleinen Insel willst du angeln. Dann setzt du das Boot meinetwegen hier nebenhin und machst den Motor aus und driftest erstmal. Okay. So, und dann drift, das heißt, das Boot bewegt sich in die Richtung oder in die Richtung oder in die Richtung. Das ist wichtig, weil wenn du siehst, wenn das Boot jetzt so driften würde oder so driften würde, dann gehst du ins Flache rein. Okay. Das heißt, ich brauche nur rauszuschmeißen, drauf zu warten, dann habe ich Norwegen an der Angel. Also habe einen Hänger, dann reißt mir das ab. Okay. Also startest das Boot wieder und fährst so, dass du genau so auf deinem Punkt landest und dann ins Tiefe driftest. Okay. Und das machst du dann immer wieder unterwegs. Siehst du dann, du hast ein GPS und einen Kartenplotter, wo du auch Fische drauf siehst. Okay. Und dann guckst du, aha, da ist vielleicht ein Schwarm. Und dann suchst du raus. Schwarm ist immer Köhler oder Makrelen. Makrelen sehen aber anders aus auf den Garmin. So, und dann sagst du, okay, hier sind die Köhler. Weißt du eigentlich, dass der Köhler umbenannt worden ist? Das heißt ständig nicht. Weißt du, was ein Köhler ist? Naja, ich würde jetzt mal sagen, ein Fisch, aber selbst das, dann bin ich schon ziemlich am Ende. Ich bin mir 100% sicher, dass du schon Köhler gegessen hast.
Weil in den 60er, 70er Jahren gab es die Köhler und die Hausfrauen wollten keinen Fisch am Freitag auf den Tisch tun, der Köhler hieß. Mhm. Dann hat die Marketingindustrie den Fisch umbenannt und der heißt heute Seelachs. Ja, Seelachs kennt man da natürlich. Da gibt es einen Kapitän namens, den du kennen wir auch, ja. Genau. Auf blauen Schachteln, ja. Genau. Okay. So, und deshalb, der Köhler ist nichts anderes als ein Seelachs. Ja, guck mal. Der wurde dann auch noch rot gefärbt damals, weil der normale Lachs zu teuer war. Das ist alles der Seelachs. Schau mal an. Und Köhler klingt ja eher nach Kohlemacher als nach Fisch. Willst du nicht auf dem Tisch haben? Ja, keine Frage. Okay, also ich werde beim Seelachs in Zukunft an den Köhler denken. Genau, so, und jeder Fisch, habe ich vorhin schon erzählt, die manche sind Gruppenfische, manche sind Einzelgänger. Die Köhler stehen immer in so großen Wolken. Mhm. So, und dann hältst du die Angel runter, siehst meinetwegen, auf 20, auf 40 Meter ist so eine Wolke. Mhm. Dann hältst du in die Wolke rein. Mhm. Ja, und dann merkst du, dann rappelt's. Dann geht's und rappelt so. Und normalerweise ziehst du dann an, kurbelst hoch und dann hast du so ein Fischchen. Mhm. So, und die ersten Jahre haben wir das gemacht und hatten hunderte von diesen Fischchen, was aber keiner wollte. Okay. So, dann haben wir unseren Guiding mal geleistet und dann hat er uns das erklärt. In dieser Wolke sind die kleinen Fische. Mhm. Wolke schützt immer, gibt Kraft, schützt immer. Und wenn du durch die Wolke drunter gehst, da stehen die Großen, nämlich die und die. Mhm. Weil jeder Fisch, der aus dieser Wolke ausbricht, das ist ein kranker Fisch. Okay. Der schwimmt dann alleine rum und den holt sich der Große dann unten. Also ist das Ziel bei den Köhlern, bei den Seelachsen, durch die Wolke durch. Mhm. Unten stehen dann mit Sicherheit die 1 Meter großen Dorsche oder die großen Seelachse oder die Lengs oder die Lums. Mhm. Und so angeln. Und so, also erstmal großartig, du hast doch noch einen etwas größeren Angelhaken mitgebracht, was ich... Ja, angenommen, wir haben jetzt mal einen großen Dorsch, dieser große Dorsch. Die größten, die wir so rausholen, oder die, ich sag mal, das, was wir rausholen, so um 90 bis 1,10 Meter, die wiegen zwischen 9 und 12, 13, 14 Kilo. Und solange du sie an der Angel hast, im Wasser, wiegt es nicht wirklich was. Klar. Die wehren sich zwar, die machen Fluchten auch, aber sie wiegen erst dann, wenn du versuchst, sie ganz rauszuholen. Und die Bordwand ist zum Beispiel so hoch, da musst du also sehen, dass du den von hier unten hier über die Bordwand hier in dein Boot holst. Wow. Und dafür ist dieses Gaff. Und Sabine, jetzt immer, aber du machst ja wesentlich mehr als nur selbst auf höchstem Niveau zu angeln, sondern hilfst ja auch Anglern. Hast ein Angelportal, erzähl uns ein bisschen was. Also wir angeln, wie gesagt, seit 12 Jahren. Ich bin seit 35 Jahren in der Touristik. Ich habe auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet. Ich habe eine Reisebüro-Kooperation aufgemacht, ein Musical-Theater eröffnet. Also alles, was man, sage ich mal, machen kann auf dieser Welt in der Touristik, habe ich 35 Jahre gemacht. Kompliment. Und habe natürlich dann auch gerade, was Urlauber nach Norwegen schicken, einen etwas anderen Blick. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, es gibt noch nichts, es gibt ganz viele Vergleichsportale auf dieser Welt, aber wenn ich nach Norwegen reise, muss ich bei den über 40 verschiedenen Veranstaltern, die es da gibt, Spezialveranstalter, nach meinem Angelhaus oder nach meinem Angelcamp suchen. Mhm. Und jeder beschreibt das natürlich unterschiedlich, das ist genau wie bei den deutschen Veranstaltern, bei den großen Reiseveranstaltern. Und du kannst aber nicht sagen, ich suche ein Haus oder ein Angelcamp mit 6 Häusern, da muss ein Filetierplatz bei sein. Ich will Boote, die 21 Fuß lang sind, die 75 PS haben. Diese ganzen Kriterien hast du alle nicht. Okay. So, und es dauert teilweise Wochen, weil du kannst die auch nicht online buchen, weil die Buchungsanfragen gehen oft dann erst nach Norwegen und bis die Norweger dann mal antworten. Also es ist sehr mühsam. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe zwischenzeitlich auch gelernt, Homepages zu programmieren, habe ein Angelportal, das Angelcamps-Direkt heißt, weil du kannst dir als Angler über unser Portal ganz viele Anlagen anschauen und ganz viele Häuser anschauen. Von allen Veranstaltern, wir haben alle Veranstalter mit ins Boot genommen auch. Alles, was Veranstalter auf dem deutschen Markt anbieten, haben wir im Programm. Mhm. Wir haben aber auch, es gibt ein Fiskeriedirektorat, das sind nur zertifizierte Häuser. Wir haben also 1000 zertifizierte Anlagen und Häuser
von dieser norwegischen Behörde zertifizierte Häuser auf unserer Seite. Wow. Dann haben wir schöne Google Maps gemacht, dass du direkt siehst, aha, auf den Punkt klickst, dann siehst du schon, aha, das ist jetzt eine Anlage mit 10 Häusern, mit 20 Booten, mit Filetierplatz, mit das, also die unterschiedlichen Sachen noch. Mhm. Und buchen tun die Angler nicht bei uns, sondern die können direkt beim Camp buchen. Das Camp wiederum kann sagen, ich möchte aber nicht nur bei dir gelistet sein, Sabine, sondern ich möchte gerne auch Bilder von mir eingestellt haben. Ich möchte gerne eine kleine eigene Homepage haben, weil das, was ich in Norwegen für die Norweger habe, das kann ja kein Deutscher lesen. Klar, klar. Also programmiere ich dann für das Camp auch die Homepage oder mache die Verlinkung oder was das Camp halt haben möchte. Also du bist praktisch die Schnittstelle von allen norwegischen Angelcamps. Mhm. Angelcamp direkt, angelcamp-direkt.de. Genau. Wunderbar. Und eben derjenigen, die dort gern zum Angeln hinfahren. Genau. Und vor allem auch diejenigen, die sich dieses Vergnügen nie nehmen lassen sollten. Großartig. Auch die ganzen Tipps, was ich jetzt so ein bisschen hier erzählt habe, von Wetter, von Tidenhub, Kochrezepte, schöne Rezepte. Aber wahrscheinlich natürlich mit Fisch, vermute ich. Ja, unter anderem. Oder auch zum Beispiel Reiseberichte. Wir haben viele Angler, die dann einfach sagen, hey, ich habe eine tolle Woche jetzt hier in Norwegen gehabt, habe so ein 2-Minuten-Video geschnitten. Das stellen wir dann bei uns hier mit drauf. Wir geben die Kontaktdaten von großen Foren, von großen Angel-Communities. Einfach so als Information für den Angler. Der braucht also nicht in 1000 Sachen suchen. Wir versuchen so viel wie möglich halt auf unsere Seite zu packen. Freuen uns auch immer, wenn uns die Angler kontaktieren und sagen, hey, ich hätte hier noch was. Wir haben auch ein Expertenboard. Es gibt ja, ich habe dir jetzt ein bisschen was hier so vom Angeln erzählt. Es gibt aber auch Spezialisten, die Könige im Skrei-Angeln sind. Okay. Solche Leute zum Beispiel. Oder wenn einer sein super mega Traumschiff fängt. Da sind wir immer gerne, freuen uns, wenn wir da Infos von den Partnern bekommen. Also ich glaube, wer angeln will, zumindest in dieser Größenordnung angeln will, der kommt an dir nicht vorbei. Ja, also ich könnte schon eine Menge helfen, eine Menge guter Tipps geben. Kompliment. Du, und vielleicht zum Abschluss, mach uns noch ein bisschen, also ich glaube, dass du all die Menschen schon begeistert hast, die gerne angeln, darüber gibt es keinen Zweifel. Aber vielleicht haben wir den einen oder anderen Zuschauer, der sagt, Mensch, angeln habe ich noch nie drüber nachgedacht, warum sollte denn jemand zum Angeln anfangen mit dir? Wir waren ja schon unterwegs, wir haben ja gerade unseren Dorsch haben wir ja geholt. Genau. So, und wir sind ja mit dem Boot draußen. Ich habe dir ja hier die Insel gezeigt. Genau. Und wenn du jetzt da noch mal ein Stückchen weiter guckst, auf der Seite sind die Lofoten und die Westeralen. Ja. Auf der Seite, bei klarer Sicht, siehst du das Nordkap. Wow. Und du hast 100 Kilometer, 200 Kilometer Sicht. Da gibt es keine Industrie. Und Hermann, jetzt stell dir vor, jetzt siehst du hinter mir die Krümmung der Erde zwischen den Westeralen und dem Nordkap. Es ist absolute Ruhe, das Boot schaukelt, du bist völlig entspannt. Und hast noch den größten Fisch deines Lebens an der Angel. Ja. Wunderschön. Liebe Sabine, ich danke dir von Herzen, Gratulation zu deinen Erfolgen. Und ich wünsche ganz, ganz vielen Menschen, genau dieses Erlebnis zu haben und vielleicht den schönsten Urlaub und das schönste Abenteuer des Lebens mit Sabine zu erleben. Danke dir von Herzen. Danke dir. Sensationell. Ich würde dich jederzeit mitnehmen. Ach, danke für die Ehre. Großartig.